Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Mein Name ist Pyron und in dieser Videoserie werde ich versuchen, Anfängern, Wiedereinsteigern und vielleicht sogar Veteranen das Spiel ein bisschen detaillierter zu erklären. Ja. Es gibt für mich auch Dinge in Lost Ark, die ich nach knapp 9000 Spielstunden immer noch lerne. Oder vielleicht, wo ich vorher nicht dran gedacht habe, die ich dann gesagt bekomme und die mich dann überraschen. Ja. In dieser Videoserie werde ich nach und nach die einzelnen Aspekte von Lost Ark runterbrechen, euch erklären, wie die funktionieren und was ihr beachten müsst. Ja. Ganz wichtig, als kurzer Disclaimer, als kurze Anmerkung, wir haben jetzt gerade den 12.07.24. Ja. Lost Ark ändert sich sehr, sehr stark in den nächsten paar Wochen, Monaten, Jahren etc. pp. Dinge können sich verändern, deswegen super, super wichtig, bedenkt das bitte. Der Inhalt dieses Videos bezieht sich auf den Content, der jetzt gerade draußen ist. Wenn etwas mal nicht so ist, wie jetzt gerade in diesem Video, liegt das daran, dass es verändert wurde. Ja? Bedenkt das bitte. Ich versuche so detailliert wie möglich vorzugehen. Wenn ihr Fragen zu einzelnen Aspekten in dem Video habt, ja, ich habe unten Timestamps drin. Ihr könnt euch alles angucken, ihr könnt es skippen, wie ihr wollt. Ich verdiene hier dran nichts, ich habe keine Werbung, bla bla bla. Ja. Funktioniert ganz easy. Schreibt, macht einen Timestamp unten in der unten in den Videokommentaren und ich versuche darauf einzugehen. Ja. Viel Spaß euch. Kommen wir zu einer der wichtigsten Aufgaben und die Aufgabe, die ihr täglich machen werdet. Ich versuche mal die Reihenfolge immer durchzugehen, wie ich sie abarbeite. Wenn ihr in einer Gilde seid, drückt ihr bitte jeden Tag auf jedem eurer Charaktere, die in der Gilde sind, Alt plus U. Das ist die Standardeinstellung. Dadurch öffnet sich das Gilden-Interface. Das kann jetzt ein bisschen anders aussehen, aber der Grundgedanke ist derselbe. Ihr habt im Gilden-Interface Dinge, die ihr abarbeiten möchtet. Ja. Damit Gildenforschungen abgeschlossen werden können, müssen die Mitspieler in einer Gilde spenden. Es gibt einmal eine Art Goldspende, beziehungsweise eine Spende, wo ihr Items für benötigt. Und einmal eine Art Spende, die einfach nur Silber benötigt. Ja, beziehungsweise die anhand eurer Anwesenheit abgearbeitet wird. Wenn ihr diese Aufgaben erledigt, bekommt ihr eine Contribution. Ja, Contribution ist wichtig, damit ihr am Ende der Woche Blutsteine erhaltet. Und dann bekommt ihr so nochmal Blutsteine. Also jedes Mal, jeden Tag, wenn ich mich einlogge und das hier mache, bekomme ich 50 Blutsteine. Ja, das heißt, 350 Blutsteine kriege ich so oder so jeden Tag. Dasselbe gibt es dann auch nochmal unten bei der Gildenspende. Ja, ihr klickt dort drauf und dann habt ihr auch drei unterschiedliche Sachen. Es gibt einmal Silber, die sollte jeder machen, meiner Meinung nach. Silber, 6000 Silber sind gar nichts. Wir geben euch auch wieder Contribution, ja, und Blutsteine. Gibt es Gold, das erhöht das Ganze nochmal. Und dann gibt es diese Zusatz-Items, die könnt ihr im Shop ergattern. Ja, wenn ihr F4 drückt, öffnet sich der Shop und dann könnt ihr mit blauen Kristallen diese Seite diese Marken ergattern. Wenn ich die finde, zeige ich es euch. Hier irgendwo drin sein. Die sind relativ selten, da sind sie. Und für blaue Kristalle kann man für Gold kaufen. Ja. Könnt ihr die ergattern. Da kriegt man drei Stück und dann kann man da in der Gilde spenden. Ja. So. Das ist im Grunde alles. Also ihr habt die tägliche Forschung, die ihr abschließen solltet, und ihr habt die tägliche Spende, die ihr abschließen solltet. Kommen wir zu den täglichen Aufgaben. Die täglichen Aufgaben kennt ihr wahrscheinlich aus anderen Spielen, tägliche Quest oder tägliche Aufgaben, je nachdem. Wenn ihr die Tastenkombination Alt und J auf eurer Tastatur verwendet, ich weiß nicht, wie das bei einem Controller ist, kann ich euch nicht sagen. Öffnet sich euer Quest-Interface. Ich erkläre euch jetzt kurz euer Quest-Interface. Ja? Ihr habt auf der linken Seite Punkte, die ihr sammeln könnt. Roster-Mission heißt das. Oder Kader-Mission. Diese Punkte steigern sich, je mehr Sachen ihr in diesem Interface macht. Macht ihr Gilden-Quests, macht ihr wöchentliche Aufgaben, macht ihr tägliche Aufgaben. Diese Leiste füllt sich wöchentlich. Ja? Und resettet jeden Mittwoch um 12 Uhr. Dadurch bekommt ihr Unas-Marken und was ihr mit denen machen könnt, erkläre ich euch im Weekly Guide. Ja?
So, dadurch schaltet ihr die Unaswang frei. Dann habt ihr die täglichen Quests. Das sieht ein bisschen so aus. Wöchentliche Quests, Reputation, ja, und Gildenquests. Für uns ist heute wichtig die täglichen Quests. Tägliche Quests bekommt ihr freigeschalten entweder durch Story Progress, also wenn ihr in der Geschichte von Arcesia oder von Lost Ark voranschreitet, indem ihr bestimmte Aufgaben erledigt, ja, oder indem ihr tägliche Aufgaben schon erledigt habt und andere tägliche Aufgaben dadurch freischalten. Relativ easy. Tägliche Aufgaben könnt ihr täglich machen, ja, 3 Stück pro Charakter, es sei denn, ihr habt dieses Item, dann könnt ihr 3 weitere pro Charakter hinzufügen. Das heißt, ihr könnt 6 pro Charakter machen, rein theoretisch. Diese Items gibt es meist durch Events und so weiter und so fort. Ihr könnt Quests, die ihr angenommen habt, automatisch abschließen, wenn ihr sie einmal abgeschlossen habt. Also die brauchen diesen Stern hier hinten. Dann könnt ihr die automatisch abschließen. Das würde dann so aussehen, ja. Ich aktiviere das jetzt, nehme die Quest an und dann könnte ich Finish Now machen und dann gibt es einmal diese Items, die ich benutzen kann. Unas Instant Abschlusstickets. Die bekommt ihr durch Events oder könnt ihr in dem Shop kaufen für blaue Kristalle. Ja, und blaue Kristalle kann man für Gold kaufen, aber da gehen wir später drauf ein. Oder ihr könnt die für blaue Kristalle abschließen. Also sofort abschließen. Ja. Wenn ihr die sofort abschließt, müsst ihr nichts mehr machen. Die Quest ist abgeschlossen, ihr bekommt die Rewards. Fertig. Das war's. Ja. So. Die resetten jeden Tag um 12 Uhr. Reset ist immer um 12 Uhr. Diese Quests bestehen aus mehreren Teilen, also es gibt mehrere Sektionen. Ihr habt einmal die Questbeschreibung, wie heißt die Quest, ja, was müsst ihr machen, kochen. Dann, was für ein Item-Level braucht ihr, ja, 250 oder höher Item-Level seht ihr, wenn ihr P drückt, in euer Charakterprofil, hier drüben. Was bekommt ihr für Rewards, wo ist die Location, also wo muss ich hin und habe ich die schon abgeschlossen, kann ich die annehmen oder nicht. Ja. So, ganz simpel. Und dann habt ihr am Ende noch den Text, worum es geht. Ist aber meist nicht so wichtig. Ja. Das hier erklärt sich von alleine. Jetzt einmal kurz die Rewards, die ihr bekommen könnt. Wir haben zum einen Kader-XP. Das steigert euer Roster-Level. Das ist sehr, sehr wichtig. Da achten sehr, sehr viele drauf. Wenn ihr ein hohes Roster-Level habt, werdet ihr öfter mitgenommen im Gruppen-Content. Ja. Leute mit niedrigem Roster haben es schwerer, in Gruppencontent reinzukommen. Deswegen bringen tägliche Aufgaben sehr, sehr viel. Dann habt ihr Reputationspunkte. Mit Reputationspunkten könnt ihr Quests aufleveln. Die haben ein Level. Ja. Ihr könnt pro Tag einmal 10 Punkte sammeln. Egal mit wie vielen Charakteren ihr das macht, ein einziges Mal pro Tag bekommt die Quest 10 Erfahrungspunkte oder Reputationspunkte. Ja. Diese Reputationspunkte, wenn die voll sind, geben euch verschiedene Rewards. Wenn ihr hier draufklickt, könnt ihr sehen, die sind alle abgeschlossen. Ja. Wenn ich die erste Stufe abgeschlossen habe, also 10 Punkte gesammelt habe, bekomme ich das an Silber bei dieser Quest. Ja. Dann beginnt es wieder bei 0. Da muss ich zwei Tage hintereinander die Quest machen. Dann gibt es wieder Silber. Und dann beginnt es wieder bei 0 und dann muss ich 4 Tage hintereinander machen und dann kriegen wir zusätzliche Statpoints und einen Emote etc. pp. Manche Sachen kann man nur hier rüber bekommen, zum Beispiel Skill Potions. Ihr könnt Skillpunkte bekommen, also es gibt Skillpunkte Fläschchen, die könnt ihr hier rüber bekommen. Ja? Dafür müsst ihr dann 2-mal, 3-mal und dann nochmal 5-mal machen und dann bekommt ihr Skillpunkte und vielleicht eine Karte, die ihr gebrauchen könnt. Relativ easy. Und hier könnt ihr schon sehen, das kann auch passieren. Ich habe die Quest 2-mal abgeschlossen. Danach ist sie nicht mehr available. Ja, also nicht mehr zugänglich. Dann habe ich die Quest 3-mal abgeschlossen. Ja, dann ist sie nicht mehr zugänglich. Und danach, also die haben dann meist so 2 von 2, 3 von 3. Und danach kann ich die unendlich abschließen, weil der kein Maximum hat. Rein theoretisch, ja, um die Punkte zu sammeln. So. Also haben wir Kader-XP, wir haben Reputationspunkte, um die Quest zu leveln. Ja, ihr könnt die Quests aber auch darüber hinaus noch machen. Ich habe jetzt zum Beispiel, das sind meine Favorites, die habe ich schon 1000 Mal abgeschlossen. Für mich ist nur wichtig, dass die mir das hier geben, also das Item am Ende. Ja. So, und dann gibt es nochmal die Rewards, die spezifisch sind für die Quest, beziehungsweise die ihr dann wirklich sammeln wollt.
Providence Stones sind für euch nicht wichtig. Das sind Items, die werden geändert, ja. Die gibt es bald nicht mehr. Die kann man eintauschen in einem Shop gegen Rapport-Items, also NPC-Beziehungs-Items zum Aufleveln der Beziehung bei einem NPC. Dann gibt es Honor-Charts, das sind Aufwertungsmaterialien. Hauptsächlich gibt es hier Aufwertungsmaterialien. Silber, Fähigkeitssteine. Ihr habt dann noch zusätzliche Sachen für den Abenteuerfolianten. Ja, bestimmte Kochutensilien, die ihr braucht, etc. pp. Dann habt ihr Juice-Materialien, die werden auch nochmal abgeändert, die werden später zu einem. Ist aber jetzt gerade nicht wichtig. Also Juice-Materialien sind, die boosten eure Erfolgsrate beim Aufwerten. Ja? Ja, minimal aber. Minimal. Ihr braucht auch relativ viele davon. Und dann gibt es Sprungsteine noch. Das sind so im Grunde alle Items, die ihr bekommen könnt. Ja, ihr seht, das zieht sich hier durch. Gibt es noch so Coins, die man eintauschen kann in bestimmten Shops und so. Die aber nicht wichtig sind. Also absolut nicht wichtig. Und dann im Groben und Ganzen ist es das. Ja. So. Ganz wichtig ist, 3 Quests am Tag pro Charakter. Ja. Ihr könnt, und das ist ganz wichtig, um diese Punkte zu füllen, 3-mal am Tag Punkte bekommen hierfür. Also 9 Punkte insgesamt. 9-mal. Also 9 Punkte, aber 9-mal Punkte hierfür. Ja. Bei dem 4. Charakter gibt es dann keine Punkte hierfür. Das heißt, deswegen verteilt sich das auf die wöchentlichen Aufgaben. Relativ simpel. Ja. Welche Quest jetzt für euch am besten ist, das entscheidet sich, was für einen Account ihr habt. Als Tipp kann ich euch geben, versucht die Reputation voll zu machen. Ich habe jetzt nicht bei jedem die Reputation voll, weil ich faul bin, aber versucht so gut wie alles. Ihr seht, der Großteil von mir ist gefüllt. Ja. Bis auf hier, das ist halt... hier gibt es sogar Gold, by the way. Versucht die Sachen voll zu machen. Ja. Seid nicht so voll wie ich. Und wenn ihr die Reputation fertig habt, geht danach, was euer Charakter braucht, beziehungsweise was euer Account gebrauchen kann. Ich habe es zum Beispiel am Anfang so gemacht, ich habe mir ein bisschen Silber angearbeitet, also ganz viel Fokus auf Silber gelegt, sodass ich so ein bisschen Kapital habe im Silber und keine Probleme habe, falls ich viel upgrade und so weiter und so fort. Und danach bin ich danach gegangen, was der Charakter persönlich braucht. Ja? Bei mir sind es aktuell Sprungsteine bei den hohen Charakteren. Ich hoffe, das ist detailliert genug für euch. Wenn ihr hierzu Fragen habt, bitte in den Kommentaren. Kommen wir zu einem meiner Lieblingscontents, dem Chaos Dungeon. Wenn ihr die Taste Alt und Q drückt, öffnet sich eure Contentliste. Diese Contentliste kann so aussehen, die kann so aussehen und die kann auch mal komplett anders aussehen, weil ihr die bearbeiten könnt. Ihr habt auf der rechten Seite die Möglichkeit, Dinge auszustellen, anzustellen, hin und her zu schieben. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte das da unten haben. Jetzt wird Argos gleich nach unten geschoben, ja? Boom, jetzt ist Argos da unten. Relativ easy. Und auf der anderen Liste könnt ihr sagen, ich möchte zum Beispiel Karzaros Raids gar nicht haben, ja? Ich habe Karzaros Raids gerade hier unten, ja? Ich möchte das gar nicht haben. Boom, ist weg. Oder ich möchte Karzaros Raids haben, aber ich möchte das vor Legion Raids haben. Boom. Und dann tauscht er, ja? Relativ easy. Ihr könnt das wechseln, wie ihr wollt. Ihr könnt ihr auch runterziehen, wenn ihr Bock habt. Ja, komplett runterziehen, dann ist das hier leer. Je nachdem, wie ihr gerade Bock habt, ja, was ihr braucht, was ihr nicht gebrauchen könnt, etc. pp. Nur damit ihr hier so ein bisschen Überblick habt, wo ist denn das andere was? Ist weg. Ja, so. Kommen wir zum Chaos Dungeon. Der Chaos Dungeon ist eure Haupteinnahmequelle für Upgrade-Materialien. Neben Raids, die wöchentlich sind und Wächter-Raids, die täglich sind, könnt ihr im Chaos Dungeon alles finden, was ihr braucht, um euren Charakter weiter voranschreiten zu lassen. Relativ simpel. Ich gehe über den einzelnen Sachen gleich drüber. Ja. Wichtig ist, anhand eures Item-Levels entscheidet sich, was ihr gedroppt bekommt. Ihr seht jetzt gerade die Liste, die hier sehr, sehr voll ist. Verschiedene Farben der einzelnen Schmuckteile. Ja. Das Ganze ändert sich. Ihr seht, so die Würfeltickets ändern sich. Und dann die Rarität. Dann gibt es keine Würfeltickets auf einmal. Je nachdem, wo ihr gerade im Content seid. Tut mir einen Gefallen, tut euch einen Gefallen, macht immer den höchstmöglichen Chaos Dungeon, den ihr machen könnt. Weil ihr dadurch den meisten oder den maximalen Reward bekommt. Ja. So, jetzt die Items, die wir bekommen können. Wir bekommen zum einen... Okay, warte. Das ist schwierig, weil das bekommt ihr nicht immer. Seid ihr Anfänger, zählt das nicht für euch. Das ist nur für Leute ab Punika. Sobald ihr Punika erreicht habt und ein Item-Level von 1100 erreicht habt, ja, habt ihr die Möglichkeit... im Chaos Dungeon aktuell noch
und das wird später hochgesetzt, die Schicksalsglut zu droppen. In der Schicksalsglut können unterschiedliche Materialien drin sein. Silber, Gold, Kartenpakete, von episch bis zu legendär Auswahl. Ihr könnt Upgrade-Kisten drin haben, Karten-XP und all so ein Kram. Das ist mit einer der krassesten Sachen, die jemals eingeführt haben. Ich habe zum Beispiel gestern 20.000 Gold gedroppt. Einfach nur in so einer Ember. Ja. Es ist natürlich abhängig, was für ein Item-Level ihr habt, wie viel ihr bekommt. Aber auf der niedrigsten Stufe gibt es zum Beispiel 1.500 Gold. Ja. Auf der höchsten Stufe gibt es aktuell 200.000 Gold. Wenn ihr Glück habt. Habe ich noch nicht gedroppt. Ich habe 100.000 Gold bis jetzt nur gedroppt. Aber wenn ihr Glück habt. Ja. Ganz viel Silber, bis zu 5 Millionen Silber und so weiter und so fort. Dann habt ihr, das gibt es erst ab Punika, ja? Dann habt ihr Schmuck, Ausrüstung für den Anfang, ja, es gibt Ausrüstung, die ihr droppen könnt. Je nachdem, wo ihr gerade seid, ja, Anfangsbereich, dann gibt es Ausrüstung, damit ihr schnell das nächste Item-Level erreicht. Dann habt ihr ihr habt Tripod. Items, also Items, die bei euren Skills, wenn ihr K drückt, ja, könnt ihr die Skills leveln. Ihr seht das, Level 1 oder Level 5. Und je nachdem, wie hoch das ist, ergibt jetzt 4 Meter, ja. Davor waren es 2 Meter. Ja. Das Ganze könnt ihr leveln, indem ihr diese Amulette droppt. Und versucht, mit diesen Amuletten euer Skill-Level aufzuwerten. Ja. Dann habt ihr Schmuck natürlich, ganz normal Schmuck. Müssen wir nicht drüber reden, ist halt Schmuck. Schmuck hat Basiseffekte, Basiseffekte sind auf dem Schmuck immer gleich. Bonuseffekte sind abhängig von dem Bonuseffekt und von der Qualität eures Schmucks. Und dann gibt es Random Engraving Effekte, ja, also zusätzliche Gravureneffekte oder Random Gravureneffekte. Da kommt es drauf an, da wird es dann wichtig. Die Kombination zwischen dem Bonuseffekt und dem Random Gravureneffekt macht aus, ob das Ganze was wert ist oder ob ihr das benutzen könnt. Ja. Dazu einen anderen Guide. Dann gibt es Armreifen. Die gibt es auch nur ab einem gewissen Punkt. Die gibt es zum Beispiel in Punika, seht ihr nicht. Die bekommt ihr erst gedroppt ab. Hier. Ab 14,90. Und dann ändern die sich ab 15,40 nochmal. Dann gibt es Würfeltickets. Die bekommt ihr auch nicht überall gedroppt. Ja, die gibt es auch erst ab Punika. Ja. Erst ab Punika. Würfeltickets. Dann haben wir Upgrade-Materialien. Einmal für die Waffe. Für die Rüstung. Ja. Die ändern sich, also ob die jetzt so klein sind oder so ganz groß, komplett egal, ist immer dasselbe. Rot Waffe, blau Rüstung. Dann habt ihr Sprungsteine, die haben mal eine andere Farbe, ja. Sind aber immer Sprungsteine, die braucht ihr für alles Mögliche, ja. Also sowohl für eure Rüstung als auch für eure Waffe. Dann habt ihr die Möglichkeit, Gems zu droppen, also Juwele. Juwele der Stufe 1, ja, es gibt immer die Stufe 1 Juwelen. Die könnt ihr dann später hochleveln und dann werden das später. Ich habe jetzt gerade natürlich keine im Inventar. Irgendwo. Die werden dann später Level 10er oder Level 5er, Level 6er, Level 7er. Also ihr sammelt die. Drei Stück derselben Art werden die nächste Stufe, ja. Mit dem Knopfdruck. Juwelen, drei Stück derselben Art. Aufwerten zur nächsten Stufe. Etc. pp. Ja. Juwelen könnt ihr bekommen. Dann habt ihr die Möglichkeit, Fähigkeitssteine zu bekommen. Fähigkeitssteine geben euch auch nochmal Engravings, ja, Gravuren. Ich habe jetzt gerade auf dem Chaos Dungeon Bild habe ich nur so einen Lina, weil das egal ist. Geben euch Gravurenpunkte. Ist auch nochmal wichtig in einem anderen Video. dann bekommt ihr Kartenpakete. Habt die Möglichkeit auf epische Karten oder Kartenpakete. Dann bekommt ihr Shards und das ist eure Haupteinnahmequelle für eure Shards, Honor Shards oder was auch immer für welche Shards, je nachdem wo ihr gerade seid. Die können grün sein, die können orange sein, die werden später lila sein. Ja. Dann habt ihr die Möglichkeit, Gravurenbücher zu bekommen. Ja, ganz wichtig. Die sind super, super wichtig. Sammelt die, benutzt die, wenn ihr die bekommt. Ob ihr die braucht oder nicht, nutzt die. Wenn die, schaut aber, ob die was wert sind. Ihr könnt mit Steuerung und Rechtsklick den Markt durchsuchen. Hier, Steuerung Rechtsklick. Und dann könnt ihr den Markt durchsuchen, rein theoretisch. So jetzt, ja. Search. Und dann zeigt er euch an, ob es das Item gibt. Und ob ihr es gebrauchen könnt oder nicht. Ihr habt zum Beispiel hier im Markt die Möglichkeit, Engraving Recipes zu bekommen. Und dann könnt ihr gucken, okay, sind die was wert, sind die nichts wert. Es gibt Items, die sehr, sehr viel wert sind. Ja, 3700 und so. Damit könnt ihr relativ gut Gold machen. Zu Beginn.
Dann habt ihr die Möglichkeit, Silber zu bekommen, ist einer eurer Haupteinnahmequellen zu Silber. Und diese beiden Items, also diese beiden Items, beziehungsweise diese drei Items wird es später nicht mehr geben. Das sind Items, wenn ihr Aura der Resonanz habt. Ja. Aktuell ist das Maximum 100, das wird sich später ändern. Ihr verbraucht pro Versuch am Tag 50 Aura der Resonanz. Das heißt, ihr könnt zweimal am Tag reingehen, dann seid ihr auf 0. Wenn ihr Aura der Resonanz habt, könnt ihr alle Items droppen bis hier, bis Silber. Ja, alles. Sobald ihr Aura der Resonanz auf 0 habt und ihr geht nochmal in den Chaos Dungeon rein, droppt ihr diese Items. Card of Purification und so weiter. Oder das jeweils, was ihr für ein Item Level habt, ja, je nachdem, welche Farbe, welches Item Level. Diese Items könnt ihr aktuell bei einem Shop in der Nähe von eurem Chaos Dungeon eintauschen. Der Chaos Dungeon ist hier hinten. Guardians. Chaos Dungeon. Ich habe schon ewig keinen NPC mehr besucht. Wird hier einfach Chaos Dungeon. Und da gibt es so einen Exchange-Typen. Ja, wenn ihr zu dem geht, könnt ihr die eintauschen gegen Upgrade-Material. Da kriege ich das ganz gut. Das hat man früher gemacht. Wenn man zum Beispiel nur einen Charakter spielt, ist das sehr, sehr nützlich gewesen. Weil ihr könnt unendlich viel farmen. Ja. Und dann könnt ihr diese Punkte eintauschen. 500 Punkte und dann kriegt ihr so ein Chartback. Dann wird es 1900 Punkte oder so. Und dann könnt ihr die gegen Upgrade-Materialien eintauschen. Ganz wichtig, dieser rote Pfeil bedeutet, dass die Preise sich erhöhen. Das heißt, nach einer gewissen Anzahl, die ihr gekauft habt, erhöht sich der Preis wieder. Und dann wird es teurer und teurer und teurer und teurer. Ja? Und die könnt ihr wöchentlich kaufen. Also ihr könnt unendlich farmen und unendlich Materialien für euren Charakter farmen. Rein theoretisch, wenn ihr Bock habt. Ist sehr mühselig, kann ich euch sagen. Sehr, sehr mühselig. So. Ja. Aber die wird es bald nicht mehr geben. Die werden rausgepatcht. Deswegen nicht mehr so wichtig. Ja. Das ist eigentlich alles zum Chaos Dungeon. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Chaos Dungeon zu spielen. Ihr habt einmal die Möglichkeit, ganz normal, jeden Tag, so mache ich das zum Beispiel, auf jedem meiner Charaktere, jeden Tag Chaos Dungeon zu laufen. Ja. Aura der Resonanz auf 0 zu hauen, fertig, nächsten Charakter spielen. Dann gibt es die Möglichkeit, wenn ihr einen Tag beide Runs nicht gemacht habt, also pro Run, den ihr nicht macht, bekommt ihr halbe Ruhebonus. Ja. Ruhebonus erhöht den Loot, den ihr bekommt, um 33%. Das heißt, wenn ihr einen Ruhebonus-Balken voll habt und ihr macht einen Run, bekommt ihr 30% mehr Loot. Dafür müsst ihr aber einen Tag auslassen. Ja? Man sagt, ihr bekommt zwei Drittel des Loots für ein Drittel der Zeit. Wenn ihr alle drei Tage lauft, ja, alle drei Tage hättet ihr zwei Dinger voll, bekommt ihr zwei Drittel des Loots für ein Drittel der Zeit, die ihr verbraucht. Deswegen laufen sehr, sehr viele alle drei Tage Chaos Dungeon. Ich bin Fan davon, jeden Tag zu laufen, weil ihr mit jedem Versuch, den ihr habt, ja, weil ihr mehr Versuche habt, wenn ihr jeden Tag lauft, die Chance auf die Schicksalsglut habt. Und der Reward aus der Schicksalsglut ist immens, wenn ihr Glück habt. Ja. Das heißt, entweder ihr macht alle drei Tage den Chaos Dungeon, beziehungsweise beide Chaos Dungeon, oder ihr macht jeden Tag Chaos Dungeon. Das sind die beiden Optionen, die ihr machen könnt. Ja? Und das pro Charakter. Soviel zum Chaos Dungeon. Kommen wir zum Wächter Raid. Der Wächter Raid ist ein Gruppencontent. Den könnt ihr solo laufen, ihr solltet den aber in der Gruppe laufen. Als Tipp. Im Wächter Raid könnt ihr Upgrade-Materialien bekommen, die ihr verkaufen könnt. Das sind ungebundene Upgrade-Materialien. Diese Upgrade-Materialien sind sehr, sehr gut, um Gold zu generieren. Es gibt wieder verschiedene Stufen. Sehr, sehr viele davon werden nicht gelaufen. Die Stufen 1, 2, 3 und 4 werden so gut wie gar nicht mehr gelaufen. Ab Stufe 5 fängt es an, wo so ein bisschen gelaufen wird. Und Stufe 6 ist das, wo eigentlich der Großteil der Spieler hängt. Ja. Je nachdem, welche Stufe ihr abschließt, bekommt ihr wieder Materialien. Ja, ihr könnt wieder die Schicksalsglut droppen. Ihr habt die Möglichkeit, wieder die Schicksalsglut zu droppen ab einem Item-Level von 1250. Ihr bekommt Schmuck. Ihr bekommt, wenn ihr soweit seid, auch Armreifen gedroppt. Ihr bekommt Upgrade-Materialien, so wie immer, gedroppt. Es gibt eine Erstabschlusskiste, die euch zusätzliche Materialien gibt. Ihr bekommt die Karte von dem Wächter. Also habt die Möglichkeit, die Karte von dem Wächter zu bekommen. Fähigkeitssteine zu bekommen. Class Engraving Recipes zu bekommen. Klassengravurenbücher. Und dann habt ihr die Möglichkeit,
Runen zu bekommen. Runen verstärken oder geben euren Skills zusätzliche Effekte. Zum Beispiel, dass wenn ich die Attacke einsetze, ja, habe ich eine Chance, die Rune zu proccen. Und die gibt mir dann für 6 Sekunden 16% Attack Speed und Movement Speed. Zum Beispiel. Oder die verringert die erhöht die Cast-Geschwindigkeit. Also die verringert die Zeit, die ich brauche, um den Skill rauszuhauen. Oder die macht eine bestimmte Anzahl an Bleeding Damage. Und so weiter und so fort. Diese Runen könnt ihr bei Guardians farmen. Aktuell ist es so, dass ihr die Orkanwind-Rune bei den meisten Guardians farmen könnt. Ja? Orkanwind. Seht das, ne? Bei den meisten gibt es hier die Orkanwind-Rune in verschiedenen Raritäten. Grün, Blau und so weiter und so fort. Was ich schon gesagt habe, es gibt die Möglichkeit, diese Materialien, die ihr bekommt, zu verkaufen. Ihr habt im Chaos Dungeon bekommt ihr diese Materialien, ja? Die auf der rechten Seite. Das sind die gebundenen Materialien. Ja? Bound to Character. Untradable. Die können nicht verkauft werden. Die bekommt ihr aus dem also diese hier, ja. Bekommt ihr aus dem Chaos Dungeon. Im Chaos Dungeon könnt ihr aber auch diese Materialien droppen. Die sind dann ungebunden. Verstehe nicht, warum die das unterscheiden, aber Sprungsteine aus dem Chaos Dungeon können nicht getradet werden. Upgrade-Steine schon. Ja? Und dann im Guardian habt ihr die Möglichkeit, also im Wächter-Raid habt ihr die Möglichkeit, diese hier zu droppen. Die sind ungebunden, die könnt ihr handeln. Und ich bekomme jetzt aktuell nur so als Tipp, ja. Wenn ich den höchsten, ich laufe den höchsten Guardian mit dem Charakter, nur damit ihr mal versteht, wie viel, ich bekomme 28 von dem gedroppt, pro Run, den ich mache. Und 28, ja, sind aktuell, wenn ich die verkaufen würde, wir machen hier 20 rein, aktuell sind die bei 59, würde ich 1650 Gold pro Tag machen, nur mit diesem einen Charakter. Pro Tag, die ganze Zeit. In der Woche sind es dann gute 10.000 Gold und so weiter und so fort. Das ist nur ein Charakter. Habt ihr einen zweiten Charakter, verdoppelt sich das und so weiter und so fort. Ja? Tradable Materialien. Das ist einer eurer Haupteinnahmequellen. So. So viel zu den Wächtern. Die Wächter bitte immer in Gruppe machen. Es gibt zwei Arten von Gruppen, die ihr wählen könnt. Ihr habt, meiner Meinung nach, sind alle Wächter, jeder einzelne Wächter, sind so einfach und so simpel konzipiert, dass ihr die mit egal welcher Gruppe On-Item-Level laufen könnt. Ja? Leute, die sind da, die fühlen sich da entitled, dass du bestimmte Sachen dafür brauchst. Aber im Grunde solltet ihr mit jedem Charakter, der auf dem Item-Level ist und der einigermaßen okay gegeert ist, ja, jeden Wächter laufen. Ich rate euch, wenn ihr kein Supporter seid und ihr wollt unbedingt einen Supporter in einem Guardian Raid haben, müsst ihr nicht. Ja, dann geht ihr nicht auf Matchmaking. Matchmaking meldet sich an, ja. Und dann queuen drei andere noch zusätzlich und dann startet der Raid. Irgendwann, wenn alle gequeued haben. Oder du gehst auf Find Party. Und entweder suchst du dir eine Gruppe. Da ist jetzt zum Beispiel schon ein Supporter drin und ein Damage Dealer. Und dann melde ich mich als Damage Dealer nochmal an. Eine Gruppe besteht immer aus einem Supporter und drei Damage Dealer. Ja. Oder ich mache eine eigene Gruppe auf, wähle den Guardian aus. Also wenn ich Find Party mache, ein Party. Dann kann ich auf Create Lobby gehen. Ich kann Vescal auswählen. Ich schreibe hier oben rein, was ich haben möchte. Ihr seht immer ganz, ganz oft dieses FPPD. Das bedeutet, welche Items geworfen werden. In welcher Reihenfolge. Der erste in der Party. Also die. Der erste in der Party ist der Paladin. Der wirft die Flare. Ja. Der zweite in der Party ist die. Die wirft eine Dark Grenade. Dann wieder Dark Grenade. Dann wieder Dark Grenade. Dark. Relativ easy. In dem Late Game hält sich da keiner dran. Der erste wirft die Flare und entweder werfen die Dark Grenades oder nicht, ist egal. Aber im Early Game ist es relativ wichtig, weil ihr da Pheromone werfen müsst, damit die Bosse da bleiben. Ja? Es gibt Pheromonbomben und so weiter und so fort. Ja? Dazu habe ich aber ein anderes Video, da erkläre ich, wie die einzelnen Abkürzungen sind und so weiter und so fort. So, das ist der Guardian. Ganz wichtig, bedenkt bitte, lauft den in der Gruppe. Ihr könnt den Solo machen, das funktioniert. Ja, kostet aber super viel Zeit. In der Gruppe seid ihr viel, viel schneller durch. Meldet euch über Matchmaking ruhig an. Ohne Probleme. Sollte funktionieren. Versucht nicht toxisch zu sein. Versucht den Leuten zu helfen. Wenn ihr ein bisschen mehr Erfahrung habt, helft ihr denen, die keine Erfahrung haben. Und wenn ihr ein bisschen weniger Erfahrung habt, schaut, dass ihr geduldig seid. Ja? Es gibt sehr, sehr viele toxische Spieler. Beachtet das bitte. Ist ganz normal in solchen Spielen. Ja? Jeder denkt, er ist der Beste.
Deswegen macht euch da keine Sorgen. Wenn ihr da mal geflamed werdet oder so, ist komplett egal. Ja? Einfach ignorieren. Alles Kleinkinder. So, soviel zu dem Wächter. Jetzt kommen wir zu den zeitlich begrenzten oder zeitlich eingesponnenen Aufgaben, die man täglich machen kann. Ja? Wenn ihr unter eurer Minimap der rechten Seite den Procyon-Kompass seht. Falls ihr den nicht drin habt, könnt ihr hier auf die Widgets, Edit Widgets klicken und dann könnt ihr den hinzufügen oder wieder wegnehmen, je nachdem. Ja. Den hier braucht ihr, den Procyon-Kompass. Wenn ihr dort draufklickt mit der Maustaste, seht ihr die täglichen Aufgaben, die ihr abschließen könnt. Ja. Die sind täglich und die variieren täglich. Die haben immer ein bestimmtes Schedule. Ja, ihr könnt gucken, wann und wie und so weiter und so fort. Ja. Ihr könnt auch einen Wecker stellen. Ja. Dann kriegt ihr einen Announcement 15 Minuten vorher und so ein Kram. Ja. Es gibt einmal den Gebietsboss, der ist abhängig von eurem Item-Level. Ja. Je nachdem, was für ein Item-Level ihr habt, das seht ihr hier oben. Ja, könnt ihr sehen, okay, ich muss den hier machen und dann könnt ihr hier draufklicken und dann zeigt er euch, wo dieser Gebietsboss wäre, rein theoretisch. Ja. Wenn ihr mit der Maus drüber geht, seht ihr, welche Items ihr gedroppt bekommt. Ihr seht auch das Schedule, wann erscheint er, am 12., am 14., am 16., am 19., am 21. Ja? Und er ist immer zu jeder Stunde da. Ja? Zu jeder vollen Stunde. Ist der Gebietsboss da. Dann gibt es das Chaos Gate. Das Chaos Gate ist auch wieder abhängig von eurem Item-Level. Ja? Startet ab 1415 und so weiter und so fort. Gibt euch Gems, gibt euch Bücher, Upgrade-Materialien, Silber, kann euch Gold geben. Ab einem gewissen Punkt. Ja? Ich habe zum Beispiel gestern 9000 Gold gemacht. Zweimal 4500 Gold bekommen. Das könnt ihr auch täglich machen, beziehungsweise hat auch ein bestimmtes Schedule, ja. Wenn ihr drüber geht, seht ihr der 13., 14., 15., 18. und 20. Es ist nicht immer jeden Tag, aber so gut wie jeden zweiten Tag sind die Sachen aktiv, ja. Dann geht ihr halt eurem Item-Level entsprechend dort rein, bekommt Materialien. Ihr kämpft einfach gegen drei Monsterwellen, das war's. Super easy, ganz, ganz chillig, ja. Könnt ihr in Party reingehen, könnt aber auch Solo reingehen. Ihr werdet immer mit mehreren Leuten von anderen Servern gematcht. Ganz wichtig ist, ihr müsst hier zu einem gewissen Punkt. Zu welchem ihr geht, ist kackegal. Ihr könnt von egal wo, also von egal welchem Chaos-Gate, in alle Chaos-Gates rein. Ja, das haben die mal geändert, das ist sehr, sehr cool. Dann gibt es die Abenteuerinseln. Die Abenteuerinseln sind täglich. Es sind immer drei unterschiedliche. Also wir haben Abenteuerinseln, es sind immer drei unterschiedliche und ihr könnt einen einzigen täglich auswählen, auf dem ihr seid. Ja? Ihr habt hier die Zeiten. Normalerweise werden hier die Zeiten angezeigt. Ja, die sind dann 11 Uhr, 13 Uhr, 15 Uhr und dann habt ihr 19 Uhr, 21 Uhr, 23 Uhr. Ja. Und dann gibt es am Wochenende gibt es zweimal drei Inseln, also zwei Rotationen. Ja, da könnt ihr dann zwei Inseln am Tag machen. Die Rewards sind unterschiedlich. Ihr bekommt Inselherzen, sind relativ wichtig für die Collectibles, wenn die Leute das brauchen. Es gibt Pirate Coins, ja, Sea Coins. Silber, Providence Stones, Kartenpakete, Gold. Gold ist alle drei Inselrotationen ist eine Insel dabei, die euch Gold gibt. Ja, das heißt, entweder alle drei Tage oder alle zwei Tage, wenn wir Wochenende haben. Ja? Dann könnt ihr Mounts droppen. Ihr habt die Möglichkeit, sowas wie das hier zu droppen. Alt und V drücken für Mounts. Dann habt ihr die Möglichkeit, hier so einen Wolf zu droppen. Ich weiß nicht, welcher das war. Der hier, glaube ich. Ja. Könnt ihr so Mounts bekommen. Ganz cooles. Ja. Ganz simpel. Abenteuerinsel. Ja. Und dann gibt es noch die Primal Island. Also die kann man... Das geht aber eher in die wöchentliche Richtung. Ja. Die könnt ihr wöchentlich machen. Soviel zu den täglichen Aufgaben, die ihr machen könnt über den Procyon-Kompass. Kommen wir zu einer der wichtigeren Sachen, die ganz, ganz oft vergessen werden, die ich selber auch sehr, sehr oft vergesse. Ihr könnt das täglich machen oder allerspätestens alle zwei Tage. Wenn ihr die Taste B drückt, wechselt ihr euer Interface auf eure Arbeitsenergie. Schaut, dass ihr eure Arbeitsenergie allerspätestens alle zwei Tage leer macht. Ja, die darf niemals voll sein. Ich muss heute auch wieder ran. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil ihr hiermit sehr, sehr viel Gold machen könnt. Nur als Beispiel, ja, ich weiß gerade nicht, ob ich schon meine Sachen verkauft habe oder nicht. Ja. Ihr könnt zum Beispiel 10 Stück hiervon geben euch 90 Gold.
10 Stück hiervon. Das sind einfach 90 Gold. Und ihr macht, wenn ihr das hier leer macht, macht ihr so 500 davon? Ihr könnt euch ungefähr ausrechnen, wie viel Gold ihr hiermit machen könnt. Zum Beispiel, ja. Oder ihr macht Pflanzen, was auch immer. Ihr könnt mit eurer Arbeitsenergie, wenn ihr L drückt, eure Arbeitsfertigkeiten, Abbaufertigkeiten, Trade Skills, Handelsskills werden die eigentlich genannt. Ich versuche das immer ins Deutsche zu übersetzen und so grob. Ist immer schwierig, ja. Weil verschiedene Begriffe. Ihr könnt damit eure Handelsfertigkeiten aufleveln und dadurch den Reward, den ihr durch Handelsfertigkeiten bekommt, erhöhen. Ihr kriegt zusätzliche Sachen, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Also schaut, dass ihr eure Arbeitsenergie täglich oder alle 2 Tage spätestens abarbeitet. Ob ihr jetzt angelt, ob ihr Ausgrabung macht oder was auch immer, das ist euch überlassen. Schaut aber, dass ihr das bitte abschließt. Ihr könnt das normal machen, indem ihr, keine Ahnung, ich gehe zum Beispiel jetzt Sage Tower, ja. Ich mache es jetzt zum Beispiel so, ich bin zum Beispiel jemand, ich angel immer. Angeln ist relativ simpel, weil ihr müsst nur an einer Stelle stehen, die Angel reinwerfen, zu einem gewissen Zeitpunkt die Angel rausziehen, ja. Ich werfe jetzt Bait rein, das ist ein Skill, den habe ich freigeschalten. Dann angel ich, warte kurz, dauert einen kleinen Moment. So ein Fisch kommt an, ja. Zieh den Fisch raus und ich verbrauche 240 Arbeitsenergie oder so. So, boom. 240 Arbeitsenergie weg, fertig. Nächste. Und das mache ich die ganze Zeit, bis das leer ist. Ganz easy. Super simpel, ja. Und am Ende verkaufe ich die Fische oder verarbeite die Fische zu etwas und verkaufe das dann oder benutze es selber. Relativ easy. Dasselbe habt ihr mit Ausgrabung etc. pp. Dadurch bekommt ihr Erfahrung, deswegen bin ich hier schon Level 60. Das ist das Maximum aktuell. Ja, und durch mein Tool bin ich Level 63. Weil der nochmal 3 Level oben drauf kriegt. Und je höher euer Level ist, desto besser, bessere Rewards oder desto schneller bekommt ihr eure Rewards etc. pp. Ganz wichtig, das ist einer der Haupteinnahmequellen, die ihr haben werdet. Die einfachste Einnahmequelle und einer der Haupteinnahmequellen. Weil ihr immer Arbeitsenergie generiert. Ihr könnt nicht immer einen Legion Raid laufen, weil ihr nicht das bestimmte Item-Level habt. Ihr könnt bestimmten Content nicht laufen. Ist egal, angeln könnt ihr ab Level 50 oder beziehungsweise wenn ihr in dem Bereich seid, immer. Oder abbauen etc. pp. Ja? Und diese Sachen könnt ihr immer verkaufen, sobald ihr das Auktionshaus freigeschaltet habt. Relativ easy, relativ simpel. Ja? Achtet drauf, alle 2 Tage allerspätestens eure Arbeitsenergie zu verballern. Dann gibt es noch etwas für die Leute, die den horizontalen Content gerade farmen. Zum Beispiel euren Abenteuerfolianten. Wenn ihr N drückt, habt ihr die verschiedenen Abenteuerfolianten, die ihr voll machen könnt. Ja? Und um die voll zu machen, braucht ihr Rapports. Um Rapports voll zu machen, müsst ihr Beziehungen mit euren NPCs pflegen. Wenn ihr die Alt- plus N-Taste drückt, öffnet sich euer Rapportfenster. Und dann könnt ihr sehen, wie viele Rapports ihr noch machen könnt, beziehungsweise welche eurer Charaktere noch gelevelt werden möchten. Ja? Wir haben jetzt gerade zum Beispiel, ihr seht ganz unten, ich kann 6-mal Instrumente spielen, also 5 plus 1. Plus 1 ist wegen der Aura. Ja? Die Aura habe ich aktiv, deswegen plus 1. Ich kann 5-mal Emotes machen bei einem NPC und ich kann 99 Geschenke abgeben. Ja? Um die Rapports zu leveln. Dieses resettet sich täglich. Ja? Das heißt, wenn ihr 5-mal gemacht habt oder in meinem Fall 6-mal und das 2-mal, ja, also beides auf 0 ist, resettet sich das am nächsten Tag um 12 Uhr. Und ich kann das wieder machen. Achtet da bitte drauf, gerade wenn ihr am Anfang seid und ihr die Sachen noch nicht voll habt, ja, schaut, dass ihr die fertig macht. Ich bin zum Beispiel super faul, ich habe die auch noch nicht fertig. Ja. Hier sind Sachen auf 39% und so, ich bin einfach faul. Ich sag's wie es ist, ich mag horizontalen Content einfach nicht. Ja. Aber achtet da bitte drauf. Also die Endtaste ist für euer Abenteuerfolianten. Hier könnt ihr sehen, welche ihr braucht. Ja. Oder ihr drückt Alt und N und seht eure Rapport-Charaktere. Wenn ihr die anklickt, seht ihr auch, was die mögen. Was sind deren Lieblingsgifts, ja, also Geschenke. Und was ihr bekommt am Ende. Ja, ganz wichtig. Als nächstes kommen wir zu etwas, was täglich stattfindet, aber zeitlich abhängig ist. Wir kommen zu den wandernden Händlern. Die wandernden Händler sind Händler, die auf der Map angezeigt werden. Natürlich sind jetzt gerade keine da, weil wir kurz vor dem Reset sind. Ja, diese wandernden Händler sind meist 5 Stunden anwesend. Ja, Wandering Merchant, den gibt es aktuell nicht.
Dort könnt ihr Materialien bzw. Items kaufen, die ihr sonst nirgends findet. Diese Händler sind immer unterschiedlich. Das heißt, es gibt in jedem Gebiet gibt es einen wandernden Händler, sowohl in El Gassia als auch in Arcesia. Ja. Aber die wechseln alle paar Stunden, also alle 4 oder 5 Stunden wechseln die. Das heißt, es gibt bestimmte Timings, wo ihr euch NPCs anguckt, so also wandernde Händler anguckt und schaut, was die gerade haben. Wenn ihr mit der Maus drüber geht, über den wandernden Händler, dann zeigt er euch an, was für Items er hat auf der rechten Seite. Ja, die sind dann gelistet. Seht ihr jetzt gerade nicht, weil ich es nicht aktiv habe, was super, super schlecht ist zum Zeigen, aber ich müsste jetzt 2 Stunden warten. Ja, ganz wichtig. Dort könnt ihr unter anderem Karten kaufen, die ihr sonst nirgends bekommt, außer aus Selective Packs. Dort könnt ihr Rapport-Items kaufen. Dort könnt ihr Items kaufen, die ihr zum Kochen für den Abenteuerfolianten zum Beispiel braucht. Dort könnt ihr Items kaufen, die euch helfen, euer Gear zu progressieren. Zum Beispiel könnt ihr in Voldis diese Items hier kaufen. Die sehr, sehr wichtig sind. Warte mal, wo sind die Katalysatoren? Die braucht ihr, um Elixiere zu vervollständigen oder zu bearbeiten. Ja? Solche Sachen halt. Sowas könnt ihr kaufen. Achtet immer auf die wandernden Händler. Die brauchen meist Silber für den Content, den die verkaufen. Gibt natürlich noch so spezielle Sachen, aber meist ist es Silber, was sie haben möchten. Für das, was ihr kaufen möchtet. Ja? Wandernde Händler, sehr, sehr wichtig. Gerade wenn ihr am Anfang seid, dort könnt ihr sehr, sehr viele Karten herbekommen. So, nun kommen wir zum letzten Punkt der täglichen Aufgaben, die ihr erledigen solltet, meiner Meinung nach. Die Festung. Ganz, ganz kurz. Die Festung bekommt ihr freigeschalten in Lutera. Ja, wenn ihr Lutera abgeschlossen habt, seid ihr in Lutera Castle. Und dann habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr hier vor dem Schloss steht, steht jemand mit einem orangenen Haus-Symbol oder Quest-Symbol vor dem Schloss. Dort bekommt ihr dann eure Festung, das Lied von Heim und Herd. Und könnt damit in eure Festung gelangen. Ja? Dann müsst ihr am Anfang Quests in der Festung abschließen, um die einzelnen Bereiche abzuarbeiten oder freizuschalten. Und wenn ihr die freigeschalten habt, habt ihr die Möglichkeit, Forschungen zu machen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Warum ist das sehr, sehr wichtig? Ihr müsst Forschung machen, um bestimmte Dinge freizuschalten. Upgrade-Materialien, die ihr selber herstellen könnt. Dinge, die ihr kaufen könnt, etc. pp. XP, die ihr erfarmen könnt. Verschiedene Bereiche, die ihr braucht und so weiter und so fort. Ja? Wenn ihr auf der Festung seid, egal wo ihr auf der Festung seid, könnt ihr mit der Steuerung 1-Taste, also die Kombination aus Steuerung 1, ja, oder mit dem Mauszeiger hier unten draufklicken und dann öffnet sich euer Interface, euer Management. Ja? Dort seht ihr die Info von eurem Stronghold. Ihr könnt sehen, welcher NPC gerade bei euch ist. Der wechselt auch alle paar Stunden. Ja? Jetzt gerade in 5 Stunden und 44 Minuten ist der noch da. Welche Effekte gerade aktiv sind, also welche Bonus ihr bekommt, die könnt ihr steigern, indem ihr die erforscht. Und dann könnt ihr das hier sehen, die Übersicht. Ihr habt zum einen eure Forschung, das Labor. Dort solltet ihr alles erforschen. Ich bin gerade dabei, ich bin wieder, wie gesagt, ich bin faul. Ja? Ich habe nicht alles gemacht. Das kostet hin und wieder Gold, das kostet ein bisschen Silber, dies, das, Ananas. Ja? Dann braucht ihr Materialien, ihr müsst Holz abbauen, dann könnt ihr das einsetzen und abarbeiten. Und so weiter und so fort. Tut mir den Gefallen, forscht jeden Tag. Versucht immer die Materialien klar zu machen und erforscht den Kram. Nutzt eure Slots, ihr könnt die Slots erweitern mit Forschung und so weiter und so fort. Forscht jeden Tag. Bearbeitet eure Energie. Ja? Ich lasse die immer volllaufen, ich mache das viel zu selten. Ich versuche die jetzt fertig zu machen, weil wir bald neue Forschungen bekommen. Forscht jeden Tag. Weil ihr wollt Stronghold Level 70 sein, ihr wollt die Sachen abgeschlossen haben. Ja? Dann habt ihr die Möglichkeit, Dinge herzustellen. Jeden Tag, ihr könnt Pots herstellen, wenn ihr die erforscht habt, wenn ihr die Materialien habt und so weiter und so fort. Ihr könnt Kochzeugs herstellen, das heißt, ihr könnt selber Barfood herstellen, ob ihr das verkauft oder nicht. Das ist relativ teuer sogar, ja. Wenn ihr das im Markt anguckt, die gehen für 350 Gold. Und ihr müsst dafür nur Silber ausgeben, ja, und könnt dafür Gold bekommen. Was halt crazy ist, wenn ihr drüber nachdenkt, ja. Ihr könnt Strukturen herstellen, die geben euch Erfahrung. Die könnt ihr für Silber zum Beispiel auch machen. Ich hatte zum Beispiel irgendwie hier unten für Silber, habe ich ganz viele hergestellt, damit ich schnell an Erfahrung komme. Dann könnt ihr Tools herstellen zum Fischen, zum Angeln etc. pp. Die könnt ihr auch nur herstellen, die könnt ihr von keinem anderen kaufen, die müsst ihr selber herstellen.
Die könnt ihr erforschen und so weiter und so fort. Dann könnt ihr spezielle Sachen zum Aufwerten herstellen, je nachdem. Und dann könnt ihr eure Farm verwenden und die Materialien aus der Farm verwenden, ja. Dann habt ihr die Möglichkeit, Schiffe loszuschicken und Coins für euch zu sammeln. Diese Coins könnt ihr dann beim Händler, der gerade bei euch ist, eintauschen gegen zum Beispiel Runen etc. pp. Dann könnt ihr eure Pets arbeiten lassen. Täglich solltet ihr auch auf jeden Fall machen. Die sammeln für euch Cookies. Diese Cookies könnt ihr eintauschen gegen Materialien, ja. Gegen Upgrade-Materialien, gegen Skins sogar und so weiter und so fort. Dann könnt ihr auf der Farm, wenn ihr keinen Bock habt, selber zu farmen, also selber zu angeln etc. pp., könnt ihr sagen, okay, ich möchte das hier einstellen und bitte angel für mich hier. Mach alles voll und angel jeden Tag und so weiter und so fort. Ja, mache ich jetzt nicht, weil ich... Die Sachen, die ihr hier aber erfarmt, könnt ihr nicht verkaufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr könnt die Sachen aber herstellen und selber verwenden. Also die Sachen zum Herstellen benutzen und selber verwenden. Dann könnt ihr euren Charakter zu einem Trainingsdummy schicken, alle 7 Tage, und dort sammelt er Erfahrung und levelt dann. Das ist jetzt zum Beispiel mein 5. Paladin. Der ist noch nicht gelevelt, der hat noch kein Item-Level. Also wirklich, der ist Item-Level 500 oder so. Und der soll jetzt relativ schnell auf Level 60 kommen. Ja? Das heißt, ich lasse den jetzt so lange hier drin, der kann bis Level 58, immer 2 Level unter euer Max-Level, kann der trainiert werden. Alle 7 Tage muss ich das erneuern. Der ist jetzt gerade, wenn ich die XP annehme, ist der Level 52. Ja? Also ich nehme die mal an. Boom. Okay, er ist Level 52. Jetzt kann ich den da wieder reinschicken. Ihr geht immer auf Spezialtraining, weil das gibt mehr. Ja? Spezialtraining, Starttraining. Kostet euch gar nichts. Kein Silber, kein Gold, kein gar nichts. Schickt den rein und er sammelt weiter Erfahrung. Fertig. Ganz easy. Ja? Und dann gibt es den Wissenstransfer. Der Wissenstransfer lässt euch Quest rein überspringen für Gold. Wenn ihr faul seid, so wie ich, könnt ihr Quest rein überspringen lassen. Das wird später sehr, sehr teuer. Am Anfang ist es nicht so teuer. Rate ich euch auch von ab, wenn ihr selber questen möchtet, habt ihr den meisten Bonus. Ja? Aber macht täglich bitte eure Forschung. Ganz, ganz wichtig. So, und damit wären wir auch beim Abschluss der täglichen Aufgaben, die ihr in Lost Ark erledigen könnt. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt zu diesem Video, könnt ihr diese entweder in den Kommentaren niederschreiben oder bei mir auf Twitch vorbeischauen und mir direkt Feedback geben. Wenn ihr möchtet. Ja? Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich wünsche euch einen absolut fantastischen Tag. Macht's gut, ihr Lieben. Haut rein. Tschüssi.